Die Befugnisse von Polizei und Verfassungsschutzamt sollen, so will es der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel, CDU, im Kampf gegen den Terror radikal ausgeweitet werden. Neben dem Einsatz von Explosivmitteln für Extremfälle, elektronischen Fußfesseln für Gefährder und Kontakt- und Aufenthaltsverboten sollen neben der üblichen Telefonüberwachung Verbindungsdaten auf Vorrat gespeichert werden. Auch Online-Durchsuchungen von PCs sollen möglich werden. Dazu soll, auch das will Strobel, der durch eingeschleuste Trojaner ermöglichte Zugriff auf von Terroristen oft verwendete verschlüsselte Nachrichtendienste wie WhatsApp kommen. Wir sind uns in der Landesregierung in Baden-Württemberg sehr einig darüber, dass es Aufgabe und Pflicht staatlichen Handelns ist, für die Sicherheit der Menschen in diesem Land zu sorgen. Alles dafür zu tun, sie vor solchen Attentaten zu schützen. Widerstand dann indessen in der Grünen Landtagsfraktion. In dieser umfassenden Form, so Uli Skerl, der Sprecher der Grünen, werde das Paket mit Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchungen nicht kommen. Also insofern sind wir da mitten in den Verhandlungen drin. So was ich jetzt mitbekomme, laufen die auch ordentlich, sodass man, glaube ich, davon ausgehen kann, dass das klappen wird. Aber Sie müssen verstehen, dass ich mitten in Verhandlungen das nicht öffentlich kommentieren kann, was ich jetzt da vom einen oder anderen halte. Strobel hat indessen keinen Zweifel an der für ihn zentralen Wichtigkeit von Online-Durchsuchungen, Chatkontrollen und Datenspeicherung gelassen. Bei neuen technischen Möglichkeiten, die Terroristen und Kriminelle erfolgreich nutzten, müsse man mithalten können. Ähnlich hatte sich zuvor auch Kretschmann selbst geäußert. Jedenfalls muss sich der demokratische Rechtsstaat wehrhaft und konsequent zeigen bei der Bekämpfung schwerster Kriminalität und terroristischer Bestrebungen. Den Bundesgrünen hatte Kretschmann mit Blick auf dramatisch sinkende Umfragewerte vor wenigen Tagen auf den Weg gegeben, seine Partei werde in Fragen der inneren Sicherheit von der Öffentlichkeit noch immer zu sehr als Bedenkenträger wahrgenommen.